herzlich willkommen zu einer weiteren Gastro-Sendung. Wir befinden uns heute im Weinhaus Gadouf. Und was diese Fahne hier draussen heisst, das erfahren Sie gerade jetzt. Gabriel, bist du am Arbeiten? Ciao, zum schönen Wetter, super. Ich denke, ich besuche dich heute einen wunderbaren Samstagnachmittag. Hier erwartest du ja immer Gäste. Wir haben einen Besuch hier im Weinhaus Gadouf. Aber du hast geschafft im Garten. Jetzt musst du mir das aber erklären. Wie hast du Zeit für mich? Das ist ganz einfach. Wir sind ja nur ein kleines Weinhaus. Wir betreiben das nebenbei. Und wie du da siehst, habe ich noch ziemlich lange geschafft im Garten. Ein, zwei Jahre brauche ich noch, bis der fertig ist. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir da sind, das Wetter gut ist, sollen doch Leute kommen, ein Glas Wein degustieren oder ein Glas Wein trinken, vielleicht auch ein Käseblättchen oder ein bisschen Wurst essen. Der Garten soll eigentlich dann offen sein. Ja, wahnsinnig. Jetzt muss man aber schnell erklären, es gibt unterschiedliche Plätze. Hier im Ecken ist zum Beispiel sehr schön mit einer Azalee am Vormittag. Da ist es sehr sonnig. Mhm. Wenn es regnet, haben wir auch ein Dach. Ja. Auch wenn es ein bisschen kühler ist, kann man Schmine anzünden. Wir haben auch hier einen Brunnen. Oder sonst auch kann man in den Liegestuhl sitzen. Für die, die noch ein bisschen heiß haben, können auch ins Wasser springen. Jawohl. Also, man kann sich ganz die Heile frische. Sehr schön. Lass jetzt den Simon müssten wir aber doch noch haben. Ich würde sagen, es lohnt sich noch schnell einen Rundgang. He? Ja, machen wir doch. Gehen wir auf die Suche. So, da wären wir in unserem Teil. Schau, da ist gerade der Simon. Wunderbar. Jetzt, Gabriel, sehe ich gerade, er wird einschenken. Du hast heute noch zu arbeiten. Richtig. Du bist noch bei uns. Ich würde sagen, ich gehe zu und wir sehen uns später. Also. Bis bald. Ciao. Hey, Simon. Hey, so, jetzt habe ich gefunden, Simon. Ich sehe, du bist hier beschäftigt mit Weinschenken. Du hast hier tolle, gute Gäste. Simon, jetzt über den Wein. Schloss Proschwitz. Proschwitz? Mhm. Nicht Proschwitz, wie wir denken können, sondern Proschwitz. Mhm. Ist ein Schloss in Sachsen. In der ganzen Nähe von Dresden. Das ist nachdem das DDR ist fertig war, die Mauer wieder aufgegangen, hat der Prinz, ist wirklich der Prinz zur Lippe, das Schloss wieder gekauft und hat wieder angefangen, Reben anpflanzen in der Region. Um 1850 hat es dort fast 2000 Hektar Reben gehabt. Also das ist ein altes Weinbaugebiet, ist auch viel milder als hier. Eine wunderbare Region für Burgunder, sei das Weißburgunder, Grauburgunder, kennen wir als Pinot Blanc, Pinot Gris oder auch Spätburgunder. Darum habe ich diesen Herrschaften hier jetzt bei diesem Wetter so etwas eingeschenkt. Es ist vielleicht ein einfacher Wein. Ich soll sagen, es ist nicht hochkomplex, da muss man nicht ewig lang drüber nachdenken. Heisst aber nicht, dass es nicht ein sehr feiner Wein ist. Und eignet sich auch. Wir geben ein bisschen Käse und ein bisschen Brot dazu. Und das ist etwas, was sich sehr gut auch mit Essen ergänzt. Nein. Darf ich euch gerade fragen, wie ist jetzt der Wein? Ich finde es sehr frisch, also leicht fruchtig, ja, sehr, sehr süffiger Wein. Ja. Wie findet ihr jetzt die Atmosphäre hier im Weinhaus Gadouf? Und gerade noch mit dem Simon, wo man gerade Sachen fragen über den Wein, wenn man gewisse Sachen nicht weiss. Oder sonst auch ein Gespräch, auch jetzt gerade hier gesehen, mit den Gästen oder Freunden. Mhm. Wie ist die Atmosphäre für Sie? Also ich finde es sehr angenehm. Ich finde die Umgebung wunderschön. Er tut das sehr gut präsentieren. Also. Ich finde es schön. Ja. Ah, sehr angenehm, ja. Kann man eigentlich die Leute von weit her oder eher auch von der Umgebung, Simon? Ja, frag sie mal, hier finde ich es besonders toll, weil das sind wirklich Leute aus der Region. Nebst unserer sehr guten Freundin Therese Töckli, die dort sitzt, haben wir, ja, sag doch selber. Wunderbar. Christine, wenn ihr euch auch vorstellen ganz kurz, sind ihr hier von der Umgebung? Ja, das bin ich. Ja. Ja, ich bin durch Therese eingeladen worden. Wunderbar. Therese ist bei mir in der Jugend-, Erwachsenenbildung- und Kulturkommission. Ach, sehr schön. Ja, ich bin hier im Gemeinderat und freue mich, dass ich natürlich hier sein darf. Das ist super schön. Und ich vermute, das ist euer Mann natürlich. Das ist natürlich wunderbar. Danke noch vielmals für das tolle Gespräch. Ich nehme an, wir wollen jetzt weiter degustieren. Wir haben noch einiges zu tun, Simon, heute. Ja, wir haben noch mehr Gäste und ich habe noch mehr Wein. Also. Gut. Danke vielmals. Danke.
Hier haben wir noch ein junges Publikum, das natürlich auch im Weinhaus Gaduf sich geniessen mit dieser Sonne und feinen Wein, gell? Ja. Wie ist dein Name? Elias. Elias, was ist deine Aufgabe hier? Einfach so viel Wein wie möglich degustieren? Oder hilfst du auch noch gerade? Ja, Simon ist mein Onkel und er denkt, ich komme ein bisschen helfen. Ein bisschen Mädchen für alles. Dann haben wir hier noch eine Kollegin, Kollegin mitgebracht. Da wollen wir noch schnell herausfinden, wie sie heißen. So, und wie ist der Wein? Also, wie ist dein Name zuerst? Ja, ich bin der Roman und der Wein ist super, ja, schön. Und du bist? Marina. Und dem, ja, dem kann ich mich anschliessen. Geniessen Sie doch noch. Da oben ist schon lang. Danke noch vielmals für das Interview. Merci. Heidi Maria Glössner, Jürg Wiesbach. Ich bin so gefreut, dass ihr heute gekommen seid. Ich meine, ich denke, euch tue ich wirklich etwas sehr Spezielles auf. Also, Schloss Proschwitz, Pinot Blanc, aus... Das kommt mir bekannt vor, ne? Aus Sachsen, ja. Ich habe gehört, hier fallen Korken. Was haben wir hier feins? Da haben wir einen Sekt. Nochmal Schloss Proschwitz, Heidi. Darf ich? Mal probieren. Gerne. Wie schmeckt er? Wow. Ein bisschen lieblicher als ein normaler Champagner, würde ich sagen. Aber sehr reichhaltig. Also ich weiss nicht die richtigen Worte. Nein, sehr fein. Aber wir haben sehr sicher fein. Einen Kenner. Und da ist auch noch ein Gast, der jetzt gerade uns kann sagen kann. Aber das ist wirklich der Erste aus dieser Gegend. Das ist ja faszinierend. Heidi, da habe ich gerade zu dir ein paar Fragen. Du bist ja von weit her gekommen jetzt. Du hast ja noch drei Arbeiten. Machst du das ein bisschen zum Ausklingen? Also weit her, Bern ist nicht so weit weg. Ich komme von Bern, bin auf dem Weg nach Zürich, weil ich morgen Dreharbeiten in Zürich habe. Von dort aus geht es weiter nach Flims, weil ich nachher in Flims Dreharbeiten habe. Und das ist eine ganz wunderbare Unterbrechung von dieser Fahrt von Bern via Vorimholz nach Zürich. Wunderbar. Und wie findest du das Ambiente da jetzt in diesem Weinhaus Gaduf? Ja, das ist sensationell. Ich habe ja schon mal das Glück gehabt, dass ich schon mal von Dreharbeiten gekommen bin, auch aus Flims. Und da bin ich eingeladen beim Simon und beim Gabriel zu einem wunderbaren Nachtessen und den schönen Ort, den schönen Garten da kennengelernt habe. Und vor allem die tollen Weine. Also Sachen, die ich nicht kennt habe bis jetzt. Und ich gar nicht gewusst habe, dass es Weingegenden in der Ex-DDR gibt. Nein, das ist sensationell. Da erfahrt man ja jede Menge, spannende Menge von Simon und von Gabriel. Da haben wir auch noch den Jürg im Theater tätig. Auch ein bisschen zum Ausklingen da. Und ich bin zum ersten Mal hier an diesem wunderschönen Ort, freue mich sehr und genieße den Ort und diese sehr guten Weine, die übrigens aus meiner Heimat kommen. Ja? Da ist jetzt aber... Ja, das ist so sensationell. Wir haben einen Sachsen hier und wir trinken Sekt aus Sachsen. Ja. Und wie läuft es bei euch hier am Tisch? Die sind hier richtig in einem Gespräch, Weidegustation, Käse probieren, Fleisch. Hervorragend, traumhaft. Mhm. Ja. Das erste Mal hier? Das erste Mal, wirklich. Hast du das auch gewusst, wenn das Fan draußen ist, kann man am Samstagnachmittag hier so ein bisschen verwöhnen lassen? Das habe ich von meiner Kollegin gewusst, aber bis jetzt noch nie geschafft. Und wie heisst die Kollegin? Ich bin Romy. Romy, wie hast du erfahren? Ja, natürlich durch Simon. Das ist natürlich selbstverständlich, dass er Werbung für sein Betrieb macht. Super, und das macht er auch gut. Ich sehe gerade, er ist schon bereit mit dem Fleisch. Simon, was haben wir da? Jetzt habe ich gedacht, nur mit Trinken können die Leute nicht. Und ich habe hier feines Fleisch. Ich habe nicht einfach irgendein Fleisch, sondern ich habe Fleisch von meinem Bruder. Mhm. Mein Bruder hat den Biohof im Saanenland, wo ich ursprünglich herkomme. Mit Kürz nicht mehr ganz so gut, aber es wäre. Ich habe Trockenwürste und Trockenfleisch. Die Leute kommen ja überraschend am Samstag. Wir wissen nicht, kommt jemand, kommen viel wie heute. Und darum muss es etwas sein, das man schnell aufschneiden kann, schnell zu Weg machen, dass man da etwas knabbern kann. Zwei Sorten Wurst, eine Knoblauch und eine Natur und eine aus Mostbröckli, Trockenfleisch, alles vom Biorind, das im Saanenland aufwächst. Ich würde sagen, aber ich höre schon, wie es schmatzt. Willst du nicht schon anfangen, ein bisschen verteilen und dann reden wir noch schnell über den Käse. Ich sehe sehr viel Käse. Also ich zeige es mal her, seid so gut, genießt. Ich habe einerseits eine Käseplatte, aber ich habe noch ein Stück Käse mitgenommen. Der Käse ist auch
wieder wie eine sehr enge und sogar noch eine ältere Verbindung von mir. Mhm. Mein Vater schon. Und heutzutage mein Bruder macht Alpkäse, Berner Alpkäse. Willst du probieren? Sehr gern, sehr gern. Fast denn. Wir haben ja dann noch eine Überraschung natürlich, wenn es um Käse geht. Dein Vater ist ja ein Kenner, gell? Und der ist ja gerade in der Nähe von mir. Ich würde mal sagen, genau, frag mal ihn. Dürfen wir ihn gerade ausfragen? Grüße wohl. Ja. Von Grünigen, ihr seid hier der Käsespezialist. Soll ich schnell ein bisschen nehmen und ihr erzählt etwas über den Käse? Ist das in der Ordnung? Ja, also wenn ihr einen guten Käse machen wollt, dann müsst ihr gute, gesunde Milch haben von einer gesunden Kuh. Und der Alpkäse wird auf der Alp gemacht, das sind Alpkräuter. Und das merkt man irgendwie in dem Aroma. Und als ich Wurpe war, hat der Onkel gekäset. Und das war ein Heiligtum. Da sind wir alle rausgebuben. Da war es heilig um das Käse. Später hat mein Bruder gekäset. Und da hatte ich auch nichts dazu zu sagen. Und zuletzt hatte ich noch Gelegenheit, 15 Sommer zu käsen am Planen. Super. Und das ist alles Bio, gell, Herr von Grüningen? Ja, und jetzt macht es der Sohn weiter. Und er lebt mit der Familie am Berg und hat Freude daran. Wunderbar, ich auch Freude daran. Er ist sehr fein, sehr fein. Er hat ein bisschen gespottet wegen dem Heiligen und Käse, wegen seinem Onkel und seinem Vater. Aber weiss, wo er hat von Käse, wehe, du bist dem angekommen, wie die Milch irgendwie ist am dick werden gewesen. Da habe ich also ein paar Mal etwas gehört. Aber jetzt haben wir feinen Käse. Er hat auch gesagt, mein Vater, es braucht gute Kräuter zum Käse machen. Das ist etwas, was beim Wein ganz wichtig ist. Der Boden, die Beschaffenheit, da erzähle ich dir gerne noch etwas. Super, ich glaube, ich schließe mich an dieser tollen Runde an und... Jetzt haben wir einen Rotwein eingeschenkt, Gabriel. Was erzählen wir hier über diesen Rotwein? Das ist ein Pinot Noir von Neuseeland, aus den Südinseln. Ganz ein kleines Weingut mit 7 Hektaren, Clomargrit, ein belgisches Ehepaar, wo Anfang 2000 sich einen Traum erfüllt haben. Er ist Agronom, Ingenieur-Agronom und Önologe, lange in Bordeaux gearbeitet. Und sie haben sich dort einen Traum verwirklicht und ein eigenes Weingut aufgebaut. Wunderbar. Was haben wir auch hier noch dazu? Jetzt gesehen, gerade Brot, Käse und Fleisch, auch passend dazu zu dem Rotwein. Das ist ein Pinot Noir, ein leichter, eleganter Rotwein, wo so Sachen extrem gut dazu passen. Ja. Super. Was empfiehlst du sonst noch zu diesem Rotwein? Es kann Brötchen zu Fleisch sein, Kalbfleisch. Was man einfach wissen muss und was ich ganz wichtig finde, ist, ein Pinot Noir ist ein leichter Rotwein und soll das auch sein und kommt so am besten auch zur Geltung. Jetzt wollen wir doch hier auch noch gerade die Erika fragen. Hast du den schon degustiert? Ich durfte den kurz vorher degustieren und muss sagen, ich finde es sehr, sehr gut. Es ist einfach die Frage, warum muss der von Neuseeland kommen? Könnte man den nicht irgendwie näher haben? Der kommt mit dem Flüger, nehme ich an. Und ja, ich denke, das ist schon eine Frage heutzutage, oder? Das Wort an Gabriel. Also es gibt zwei Sachen. Vielleicht einmal, warum man den aus der Schweiz muss haben. Neuseeland hat ein völlig anderes Klima. Am Bielersee haben wir pro Jahr 1600-1700 Sonnenstunden. In Neuseeland sind das 2300 bis 2500 Stunden. Das gibt einen vollständig anderen Wein. Und es hat durchaus seine Berechtigung, dass wir den Wein auch in der Schweiz haben. Dann zum Flüger. Der Wein wäre massiv viel teurer, wenn er mit dem Flüger würde kommen. Ich glaube, es kommt kein einziger Überseewein mit dem Flüger. Es ist auch nicht zeitkritisch, der Wein. Das kommt alles mit dem Schiff. Wir schauen sehr darauf, dass das sehr ökologisch passiert. Wir haben auch eine Ökobilanz machen lassen an der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo wir das Weingut, eins aus Ostdeutschland, Schloss Broschwitz, plus im Libanon ein Weingut genommen haben und als Vergleichsweingut eins vom Bielersee. Und das ist sehr, sehr genau untersucht worden, also jedes Detail. Und das Resultat ist verblüffend. Vielleicht tun ich es am einfachsten in Form von Kilo CO2 pro Flasche ausdrucken. Der am besten abgeschnitten hat, ist der aus dem Libanon mit etwa 1,7 Kilo. Zweitbeste Neuseeland mit knapp 2 Kilo. Und Ostdeutschland mit etwas über 2 Kilo. Und der vom Bielersee mit etwa 4 Kilo. Ja, Erika, ist alles informativ gewesen. Doch, ich denke, ja, du musst es überlegen, aber sie finden ihn wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. So, Heinz,
du hast ihn sicher auch schon degustiert und kannst uns auch etwas dazu sagen. Ich kann es noch einmal machen. Gerne. Für das Publikum. Wollen wir noch schnell erklären, wie tut man eigentlich einen Wein degustieren? Also ich bin nicht so ein Kenner. Ja, zuerst, am besten ist natürlich, wenn man da so eine weisse Farbe hat, also einen weissen Hintergrund hat, um die Farbe anzuschauen. Ich würde sagen, das ist eine sehr typische Pinot-Note. Es geht ins Hellrot rein, ins Orange sogar. Und das ist eigentlich sehr typisch für alle Blauburgunder. Wenn wir nachher die Nase nehmen, dann gehe ich zuerst mal ohne zu schütteln die Nase. Wichtig ist, dass man da ganz unten am Rand degustiert hat, hat man die grösste Aromadichte. Mhm. Und wenn man dann nachher noch ein bisschen drehen, so wie ich es jetzt mache, dann kann man das noch extrapolieren. Und der Wein hat sehr schöne Noten nach Erdbeere, Himbeere, hat ganz feine Röstaromen, kommt wunderbar entgegen, ist also nicht zurückgehalten in der Nase und im Gaumen. Ein wunderbares Eckeliber bestätigt die Noten, die ich schon bereits in der Nase hatte. Erdbeere, Himbeere, gute Säure, der Alkohol ist gut eingebunden, schöne Fruchtextrakte. Und ich muss auf jeden Fall 12 haben von dem. 12 Stück. Gut, liebe Zuschauer, das könnt ihr natürlich hier im Weingut aufstellen. Also sehr gut ausführlich erklärt. Aber ich glaube, jetzt ist es Zeit, um wieder ein bisschen degustieren. Und ich gehe doch ein bisschen auf die Seite, gell, Heinz? Sehr gut. Danke vielmals. Bitte. Merci. Simon, jetzt nehmen wir einen Weisswein. Da habe ich erfahren, da sind sogar die zwei Gäste, die ich hier bei mir habe, das Weingut besuchen. Ja, das sind sie, Destina und Andreas Stäubli. Sie sind heute extra auf Zürich angereist und Fritz Zimmerling sogar auf Dresden. Das lohnt sich, das kann man sagen. Wir haben einerseits hier, wenn ihr es seht, eine Skulptur drauf von Zimmerling, seiner Frau. Die macht wunderbare Holzskulpturen. An der Brunnen haben wir ja schon gesehen. Ganz genau, da vorne. Unser Brunnen ist auch so eine Skulptur und er macht absolut geniale Wein. Und darum habe ich gedacht, schenke ich euch jetzt heute mal so etwas ein, oder? Simon, während du einschenken tust, frage ich hier noch Destrina, wie war das gewesen, die Erfahrung auf dem Weingut? Es hat uns sehr gut gefallen. Es ist sehr schön dort. Es liegt außerhalb von Dresden im Elbtal. Wir sind mit dem Velo dort hergefahren, sind sehr, sehr nett bedient worden dort. Wirklich, ganz spezielle, nette Leute dort. Und sicher auch noch viel degustiert, oder? Ja, natürlich sind wir wegen dem Degustieren dorthin und haben verschiedene ausprobiert. Ja. Weißt du, was mich jetzt erstaunt, Simon, dass so ein feiner Wein einen Drehverschluss hat? Das verstehe ich nicht, dass er Qualität behalten kann. So. Kannst du mir da eine Antwort geben dazu? Natürlich, die Antwort gebe ich dir sehr gerne. Und ich bin sehr stolz auf den Zimmerling. Der hat dort wieder Furore gemacht und er hat nämlich er macht ja exklusive Wein und auch nicht ganz günstige Wein und hat komplett sein ganzes Sortiment auf Drehverschluss umgestellt. Und das hat er gemacht, weil sie Australien bereist haben. Sie haben ganz alte Süßweine in Australien getrunken, was sehr ungewöhnlich ist. Und da hat er Wein gekorkt. Und da hat er einfach gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Er hat vorher auch schon Weine gehabt, die einfach nicht alle gleich waren. Ein Wein muss nicht nach Kork schmecken, aber ein Wein mit einem Naturkorken, weil es etwas Natürliches ist, hat die Chance, dass er an Qualität verliert. Das wollte er sich nicht leisten. Und es war sicher vor 2000 Jahren die beste Methode gewesen, dass man einen Korkzapfen nimmt, weil man gar keine anderen Möglichkeiten hat. Heutzutage hat man aber andere Möglichkeiten, der Zeit anpassen, die Möglichkeiten, einen Wein zu verschliessen. Und Weine altern einfach besser, wie im Schubverschluss sind und man ist schon sicherer, wie sie altern. Jetzt müssen wir aber probieren, ob er nicht Zapfen hat. Das würde ich jetzt auch sagen. Das ist jetzt Zeit zum Probieren. Danke vielmals. Zum Wohl zusammen. Merci. Hoi, hoi Simon. Hoi, jetzt wirst du mich empfohlen, jetzt verwünsche ich dich als erstes. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt da? Also was machen wir jetzt heute genau? Du, schön, dass ihr mal am Abend kommt. Wir machen zum Beispiel immer am 23. und 24. Dezember machen wir eine Degustation da innen im Haus. Nicht aus dem Garten, wie wir es schon gesehen haben, sondern drinnen mit verschiedenen Häppchen
die zu den Weinen passen. In der Zeit, in der die meisten Leute im Weihnachtsstress sind, wollen wir hier eine Atmosphäre schaffen, wo man entspannen kann, wo man geniessen kann und natürlich sich für das neue Jahr mit Wein eindecken und auch noch ein Weihnachtsgeschenk mitnehmen. Immer mit einem Künstler zusammen, also in Form einer Ausstellung und einer Degustation. Schön, gut, dass du da bist. Danke vielmals und ich würde sagen, der Rundgang kann losgehen. Sehr gerne, komm. So, du bist natürlich fleissig am Einschenken. Hallo Gabriel. Selbstverständlich, Sali, tschüssi. So, also Gabriel, was mir aufgefallen ist, es ist wunderbar eingerichtet und vor allem habe ich hier gesehen, überall wunderbare Bilder. Hat das auch einen Zusammenhang mit dem Wein oder ist das eine Künstlerin, die auch sehr gerne Wein degustieren? Wir machen an der Weihnachten jeweils Weihnacht ohne H, dafür mit zwei N. Und um unsere Räumlichkeiten noch ein bisschen zu schmücken, haben wir immer Künstler, die dabei sind und ihre Bilder ausstellen. Das ist zum Beispiel ein Bild von Peter Zwirner, der das letzte Jahr ausgestellt hat, oder Uli Hofer. Bei diesen Ausstellungen bleibt dann vielleicht halt immer das ein oder das andere Bild bei uns, das uns gefällt, das wir dann auch abkaufen. Wir haben auch noch eine Künstlerin, ein grosses Bild, das wir in diesem Raum noch sehen dürfen. Die ist auch da, die möchten wir gerne interviewen. Das ist Annelie Zwirner, jawohl, die Frau von Peter Zwirner, die selber auch Bilder und Kunst macht. Annelie, es freut mich, dich hier zu begrüßen im Weihhaus Gaduff. Dass du auch hier zu Gast bist. Du bist ja eine Künstlerin. Man sieht hier hinter dir ein Bild, das du gemalt hast, gell? Ja. Kannst du uns noch etwas erzählen über das Bild? Ja, ich tue zeitweise Weiber malen. Füllige Weiber. Das ist also ein Teil von meiner Serie, von meinem Arbeiten sind Weiber. Da mache ich Bilder, da mache ich Filme, da mache ich Bücher. Und wir waren mal eingeladen hier im Weihhaus Gaduff und dann haben sie hier einen wilden Rab gehabt. Und der Rab ist mir da immer auf den Kopf gekommen. Das war so das ganze Leben zusammen. Und sobald er mich gesehen hat, ist er mir auf den Kopf gekommen und hat mir da in den Haaren rumfummeln. Und irgendwie ist er wahrscheinlich unbewusst, ich habe den Rab vergessen, und unbewusst ist mir der in den Sinn gekommen. Und sie machen hier jedes Jahr eine Weihnachtsausstellung und laden Künstlerin und mein Mann und ich, wir haben einfach gekommen. Und dann habe ich das Bild mitgebracht und dann haben die so müssen lachen und dann ist mir der Rabe auch wieder in den Sinn gekommen. Also das Bild hat jetzt eine Geschichte, die mit dir zu tun hat, gell? Und mit dir, ja. Hallo Michael. Hallo, Charles. Hallo. Du tust hier sagen, was jetzt gekocht wird in dieser Küche, gell? Ein bisschen, ja. Was tust du jetzt gerade vorbereiten für die tollen Gäste, die wir hier haben? Also wir haben jetzt gerade eine Vorspeise, und zwar haben wir Krevetten. Und die machen wir ein bisschen mit einem Spargelsalat. Jetzt ist Spargelgottzeit, wunderbar. Mit ein bisschen Tomaten. Und die Krevetten braten wir jetzt gerade an, ein bisschen mit Limette und Ingwer. Und ein bisschen Knoblauch dazu. Richten wir es kurz an und dann gibt es mir so als erste Vorspeise. Michael, noch ganz kurz zu dir. Du tust ja das vorbereiten, weil du ein Kenner bist. Du arbeitest ja in Basel ja schon als Koch. Man kennt dich ja. Tust du das alles jetzt vorbereiten anhand vom Wein, den du kennst? Oder vom Gabriel und Simon, wo dir das empfohlen worden ist? Nein, wir haben das eigentlich miteinander so erarbeitet. Diese Sachen, was wir heute so ein bisschen essen, das passt dann sehr gut zu den Weinen, die wir auch hier präsentieren. Und eben ein bisschen was Fruchtiges, ein bisschen was Geschmackiges. Eigentlich ganz, ja, eigentlich recht eine gute Symbiose miteinander. Michael, ich würde sagen, beim ersten Gericht würden wir gerne zuschauen. Merci. Michael, wie lange muss man jetzt die Krevetten köcheln? Also wichtig bei den Krevetten ist, kurz anbraten, ein bisschen mit Olivenöl und Butter und ein bisschen Knoblauch, dass es ein bisschen Geschmack gibt. Und dann eigentlich nicht zu lange, nicht verbraten und auch nicht auf so hoher Hitze, dass sie schön glasig sind. Ja, nicht total verbraten. Und dazu jetzt der feine Riesling, den uns schon Simon empfohlen hat für uns. Passt super mit dem Spargel und den Tomaten, mit der Säure ist das eigentlich recht angenehm. Ein bisschen verfeinern kann man es dann ein bisschen mit Ingwer. Es gibt dann so ein bisschen Aroma drüber. Ingwer eher bekannt, ein bisschen als scharf, gell? Ja, aber auch also ein schönes Aroma mit Zitrone und so weiter. Also das ist eigentlich noch recht angenehm. Und ein bisschen Limettenabrieb ist auch nicht schlecht, aber immer nur das Grüne. Genau, den Spargelsalat, den habe ich ein bisschen heute Nachmittag gemacht, damit er ein bisschen durchzieht. Dann schmeckt es ein bisschen besser. Den haben wir kurz geschält, geschnitten, kurz angebraten, ein bisschen mariniert mit einem schönen Essig und einem guten Olivenöl, frische Kräuter rein, Tomate. Und jetzt kommen praktisch die Krevetten drauf, das ist schön sommerlich leicht. Und ein bisschen Brunnenkresse dazu. Sehr gut, die haben wir gerade hier vor uns, Brunnenkresse.
Simon, wunderbar eingerichtet. Es ist ein super Ambiente, es ist aber auch sehr warm wegen dem Schmini. Da kann ich mir vorstellen, da fühlen sich die Leute sehr wohl auch an der Weihnachten, gell? Das probieren wir, auch wenn wir sonst etwas machen. Das muss ich dir natürlich noch sagen. Wir bieten es an für Anlässe. Wir haben schon Sachen organisiert für 20 Leute, für 30 Leute. Einmal für eine Firma, die einen Anlass hat gemacht für ihre Mitarbeiter. Das machen wir also sehr gerne. Da sind wir sehr offen. Es ist etwas, was die Leute sollten wissen, dass wir uns buchen können. Michael, das ist das zweite Gericht, gell? Genau. Jetzt geht es weiter mit ein bisschen was sommerlich Exotischen. Und zwar haben wir da jetzt eine Ananas, die haben wir ein bisschen klein gewürfelt mit Chili, ein bisschen Olivenöl, Kräuter, Knoblauch, Zwiebeln. Ein bisschen einreduziert, Koriander dran. Und das haben wir jetzt hier fertig ein bisschen einköchelt. Und das richten wir jetzt gerade an mit dem Fisch. Mit dem Fisch, das ist ein Kabeljau, haben wir in kleine Würfel geschnitten, haben eine Marinade dran gemacht aus Olivenöl, vielen verschiedenen Kräutern, also 6-7 Kräutern, Koriander, Rosmarin und so weiter, dass es ein bisschen Würze und Power gibt, ein bisschen Knoblauch und Schalotte, und haben das dann praktisch einmassiert und dann haben wir sie halb garen lassen im Ofen, so bei 120 Grad am Anfang und dann ab 80 runter, dass der Fisch innen in der Mitte noch schön glasig ist. Das jetzt mit der exotischen Ananas dazu, ein bisschen Koriander, gibt ein sehr schönes Sommer, ein frisches Sommergericht. Wir haben die wunderbare Wurst vom Simons Brütsch. Die haben wir ganz in dünnen Scheiben geschnitten und kurz in den Ofen gemacht. Es gibt so eine schöne Würze, so ein schönes Aroma. Und Fisch und so Wurst passt eigentlich sehr, sehr gut. Ja, es gibt so eine ganz spezielle Note. Da empfiehlst du jetzt aber auch immer noch den Riesling Weisswein, den der Simon empfiehlt. Da passt gut der Riesling oder auch schon, kann man auch schon den Glomarit dazu trinken, den Sauvignon Blanc. Wir sind jetzt in der Stube vom Weinhaus Gaduf. Wirklich angenehm. Es ist heimelig. Es tut wirklich gut. Jetzt wollte ich mich bedanken. Zuschauer sicher auch. Und ein lässiges Erlebnis gewesen. Simon, danke dir vielmals. Auch dir, Gabriel. Riesen Aufwand. Auch sehr schön gemacht. Jetzt, wie haben dir? Ja, bist du gut, Simon? Hast du noch das ist sehr gern geschehen. Ja, ich sehe, wir hocken hier von leeren Gläsern, wenn wir im Weinhaus etwas nicht machen. Es sind leere Gläser. Das ist noch die Wahl. Mhm. Nach so Anlässen haben wir immer verschiedene Sachen offen. Domaine de Bal, ein biodynamischer, sehr schwerer Libanese. Jawohl. Oder willst du lieber etwas Eleganteres? Ein absoluter Top-Winzer ist der Martin Schwarz. Ich muss die zwei Sachen da so dir zeigen. Ein bisschen leichter, sehr gut mit Barrik gearbeitet oder etwas schwerer. Ich glaube, jetzt wird etwas schwerer gut, dann schlafe ich auch sehr gut. Sehr gerne. Also. Währenddem du hier fleissig einschenken, Gabriel, wie hat dir jetzt das Ganze so gefallen mit diesen Leuten und die Erlebnisse, wenn die Leute hier reinkommen, so der Garten, den die vorbereitet haben von ganzem Herzen und immer noch dran sind. Was sagt dir das? So an einem Samstag, wenn du eigentlich frei hast? Also für mich ist es frei haben relativ. Ich arbeite gerne im Garten und ich tue gerne die Freude, die ich habe, mit den Leuten teilen. Und wenn die Leute das auch so können teilen und auch Freude haben, dann ist das für mich so, wie ich das mir wünsche. Ja, gesehen, du hast natürlich noch jede Menge zu tun im Garten. Also, gell, bevor du ans Apero gehst, wird noch die Arbeit erledigt. Gell, Simon, oder? Du hast ja auch noch jede Menge zu tun. Das sehe ich ja. Du hast ja vom Wein her, du willst dir ja vornehmen, wenn die Gäste kommen, richtig Zeit nehmen noch für die Gäste, oder? Das ist sicher etwas, was extrem Freude macht an dem und an den Genuss. Und auch, dass wir die Gäste hier können bewirten. Das ist eine gute Abwechslung zu beiden unseren Arbeiten. Und halt einfach Freude. Und wie? Das heisst, wir würden jetzt schnell einen Schluck nehmen, bevor wir weiterfahren. So. Auf jeden Fall. Wirklich fein. Wir sind natürlich wieder nur auf dem Weinhaus. Daheim. Wir sind auf dem Internet, dass die Leute teilhaben können. Absolut, das haben wir noch fast vergessen. Wir haben ja noch eine Webseite, wo jetzt die Zuschauer daheim bestellen können. Oder sich auch erkundigen über euch. Wie wäre die? Oder anmelden für einen Anlass. Das ist absolut. weinhaus-gaduf.ch. Wunderbar. Und dann kommen sie auf die Seite und dann sehen sie, wenn die Anlässe sind oder was die so machen. Sie sehen auf der Webseite, ob das Weinhaus offen ist am Samstag. Wir haben nicht immer offen und das Wetter muss ja gut sein.
Genau, weil es ist noch wichtig, Simon und Gabriel, nicht, dass jetzt jemand von St. Gallen kommt und wenn die Fahne natürlich nicht draußen ist, liebe Zuschauer, dann hat man vielleicht ein bisschen Pech. Genau, also aber auch dann würde ich Ihnen noch empfehlen. Die Fahne auf der Webseite zuerst schauen, ob sie hängt und dann sicher nicht ankommt. Wunderbar. Mich interessiert noch, Simon und Gabriel, wie hat das überhaupt angefangen, ganz kurz, Gabriel? Ja, das ist eine lange Geschichte, ich versuche sie ganz kurz zu machen. Genau. Mein Vater ist aus der Gastronomie, meine Mami ist aus Ostdeutschland ursprünglich. Und wenn wir Reisen gemacht haben, habe ich immer gute Wein gesucht und im Schloss Broschwitz fündig geworden. Wir haben das Auto vollgeladen und haben die Weine da getrunken. Unsere Freunde und Bekannte haben Freude gehabt. Mhm. Und irgendwann haben wir gefunden, das könnten wir auch anders machen. Und haben dann angefangen, dass Simon und ich das professionell einzuführen und zu vertreiben. Und es ist natürlich super gelungen. Eure Spezialität ist auch nicht jetzt zum Beispiel gerade französische oder italienische, wie ihr habt auch libanesische oder australianische oder von Neuseeland. Genau, wir haben Ostdeutschland, eine Gegend, die erst seit DDR fertig ist, wieder Wein macht, also etwas Neues, obwohl das früher sehr viel Wein hatte. Wir haben Neuseeland. Neuseeland sind alles auch sehr frische Weingüter, also junge Winzer. Ja. Libanon. Da haben sie schon lange Trauben abgebaut, aber nur Schnaps daraus gemacht und kein Wein. Machen sie auch erst seit kurzem. Und Ungarn, dort ist etwas, was uns einfach speziell gefällt. Also zum meisten sind junge, innovative Winzer und zu allen unseren Winzern pflegen wir halt gute Freundschaften, ist uns wichtig. Und die Freundschaften pflegen ihr in dem Sinn, dass ihr gerade auf Neuseeland selber geht oder auf Ungarn? Also das ist gegenseitig. Wir waren schon zweimal in Neuseeland. Die Glomargrit, die wir heute getrunken haben, sie kommt jedes Jahr zu uns. Beim Klaus Zimmerling haben wir schon bis tief in die frühen Morgenstunden im Keller geholfen pressen, Schloss Broschwitz, Trauben schneiden. Also wir versuchen uns dort sehr stark einzubringen, sodass wir auch wissen, was wir da den Leuten weitergeben können. Und was ihr auch den Leuten weitergeben könnt, dass wir jetzt das noch einmal schnell ganz kurz zusammenfassen. Die Leute sehen die Fahne draussen, sie können reinlaufen. Und können auch Wein trinken, können Käse und Wurst über. Ja. Ganz genau. Die Leute sehen auf der Webseite, absolut. Es ist ein Anlass, sicher Weihnacht, 23. und 24. Dezember jedes Jahr, aber immer im Sommer etwas, ab und zu zwischendrin zu irgendeinem Thema. Das sehen sie auf der Webseite, dann können sie kommen, Wein trinken, Häppchen essen, geniessen. Und auch natürlich kaufen. Also ich hätte jetzt wollen Wein kaufen. Das ist doch sehr wichtig, oder? Unbedingt, natürlich. Das kann man ja bei euch dann, oder? Wir liefern in Restaurants und liefern aber auch sehr gerne. Ja. Oder geben den Leuten sehr gerne etwas mit. Ja. Super. Jetzt würde ich aber sagen, langer Rede, kurzer Sinn, weil ihr habt noch Gäste. Du, ganz herzlichen Dank. Danke dir, Simon, vielmals. Merci vielmals. Danke dir, Gabriel. Danke, merci vielmals. So, und euch, liebe Zuschauer, wünschen wir euch einen schönen Abend. Schauen Sie doch mal rein ins Weinhaus. Geht auf. Danke vielmals und einen schönen Abend zusammen.